Überall in Europa werden Arbeitsplätze abgebaut. Allein in Deutschland werden neue geschaffen. Wir sind nach Berlin gefahren, um herauszufinden, was es mit dem deutschen Jobwunder auf sich hat. Ganz Europa, so scheint es bisweilen, leidet unter der Krise. Ganz Europa? Nein, die größte Volkswirtschaft der Union ist ohne jeden Zweifel auch die stärkste, die gesündeste und die einzige, die es schafft, trotz der wirtschaftlichen Lage die Arbeitslosigkeit beständig zu senken. Vor dem Bundestag konnte die deutsche Arbeitsministerin ihren Stolz kaum zügeln. Wir haben eine wirtschaftlich starke Lage und wir haben einen robusten Arbeitsmarkt. Dann haben wir die höchste Vollbeschäftigung seit der Wiedervereinigung. Dann haben wir die Langzeitarbeitslosigkeit halbiert. Auf den Straßen von Berlin findet der Enthusiasmus der Ministerin keinen Widerhall. Nur wenige Kilometer von ihrem Amtssitz entfernt treffen wir diesen 19-Jährigen, der seit dem Schulabschluss weder einen Ausbildungsplatz noch anständig bezahlte Arbeit findet. Er möchte nur unter der Bedingung mit uns sprechen, dass er anonym bleibt. Das sind Teilzeitjobs, Aushilfejobs, alles. Also die meisten Jobs, die man vermittelt bekommt, das ist alles 40 Stunden wöchentlich. Wenn man 600 bis 700 Euro bekommt, dann ist man schon gut dran. Unser Gesprächspartner wurde von der staatlichen Arbeitsagentur an einen privaten Jobvermittler weitergereicht. Obwohl er damit noch längst nicht in Lohn und Brot ist, taucht er in der offiziellen Arbeitslosenstatistik nicht mehr auf. Genau wie diese Arbeitslose. Aufgrund meines Alters will mir sowieso keiner beschäftigen. Ich war auf anderer Stelle, wollte Computerkurs machen. Da haben sie mir auch gesagt, können wir, aber machen wir es nicht. Ne? Sie werden keinen Job kriegen, die jungen Leute kriegen keinen Job. Als Arbeitssuchende, die das 58. Lebensjahr überschritten und seit mehr als einem Jahr keine feste Beschäftigung mehr gehabt hat, wird auch sie aus der offiziellen Statistik herausgerechnet. Vor rund 10 Jahren hat Deutschland mit den sogenannten Hartz-Gesetzen seinen Arbeitsmarkt reformiert. Seitdem sinken die Arbeitslosenzahlen ständig. Was davon ist real? Was ist nur der Statistik geschuldet? Haben wir diesen Gewerkschafter gefragt. Wenn man zurückschaut, 10 Jahre, stellt man fest, dass 100% sozusagen im Arbeitslosengeld 1 gewesen sind. Das sind jetzt nur noch 50% des ursprünglichen Volumens ungefähr. Aber die Personen sind nicht weg, die sind nicht in Aktivität, nicht in Beschäftigung, sondern die sind in der Sozialhilfe in Hartz IV. Mit den Hartz-Reformen kam eine Vielzahl von Teilzeitjobs, für die ganze 400 Euro im Monat gezahlt werden. Wer so einen Job hat, hat zwar weder Alterssicherung noch Sozialversicherung, aber er taucht nicht mehr in der staatlichen Arbeitslosenstatistik auf. Für mich sind das eigentlich zum Teil statistische Taschenspielertricks, die angewandt werden, um den Anschein zu erzeugen, die Arbeitslosigkeit sei bei uns kein wirkliches Problem mehr. In Wirklichkeit gibt es auch in Deutschland nach wie vor Massenarbeitslosigkeit. Der Druck gerade auf wenig qualifizierte Arbeitnehmer ist groß, weil sie auch in regulären Arbeitsverhältnissen oft sehr schlecht verdienen. Anders als die meisten EU-Staaten kennt Deutschland nämlich keinen allgemein verbindlichen Mindestlohn. Das geht letztlich auch auf Kosten der anderen EU-Staaten, denn auch die Finanzkrise resultiert aus meiner Sicht sehr, sehr stark daraus, dass Volkswirtschaften wie die in Griechenland, in Spanien, in Portugal immer weniger konkurrenzfähig sind, wenn sie keine Lohnvorteile mehr haben. Und diese Lohnvorteile anderer Volkswirtschaften wurden aufgezehrt dadurch, dass in Deutschland eigentlich seit der Jahrtausendwende spätestens eine solche Niedriglohnstrategie verfolgt wurde. Auf Dauer wird Deutschland diese Strategie nicht durchhalten können, ohne selbst wirtschaftlich Schaden zu nehmen. Wenn die Deutschen nichts ändern, ökonomisch inklusive in der Arbeitsmarktpolitik, wird sich das deutsche Elend verbreitern. Die Löhne in den unteren 30%, 40%, 50% werden sinken, vielleicht auch für die Lohngruppen darüber. Und das bedeutet natürlich weniger Kaufkraft, das bedeutet weniger Wirtschaftsentwicklung.